Die Heuchelei und der Verrat und ihr Einfluss auf die Individuen und die Staaten. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, die Heuchler und die Heuchlerinnen gehören zueinander. Sie gebieten das Böse und verbieten das Gute. Und ihre Hände bleiben geschlossen. Sie haben Allah vergessen und so hat er sie vergessen. Wahrlich, die Heuchler sind wahre Verbrecher. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist, der sagte, die Zeichen des Heuchlers sind drei. Wenn er spricht, so lügt er. Wenn er etwas verspricht, so hält er es nicht. Und wenn ihm etwas anvertraut wird, so veruntreut er es. Und nun zum Thema. Untreue, Lügen, Verrat und Frevelhaftigkeit gehören zu den Merkmalen der Heuchler. Wie der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen sagte, wer immer die folgenden vier Eigenschaften besitzt, ist ein reiner Heuchler. Und wer nur eine davon hat, besitzt so lange eine heuchlerische Eigenschaft, bis er diese aufgibt. Wenn man ihm etwas anvertraut, verhält er sich untreu. Wenn er spricht, lügt er. Wenn er eine vertragliche Abmachung schließt, erfüllt er sie nicht. Und wenn er mit jemandem streitet, benimmt er sich frevelhaft. Dies sind alles Merkmale, die auf die niederen Charakterzüge des Heuchlers hinweisen. Denn er ist nicht wahrhaftig, weder mit sich selbst noch mit den anderen Menschen, mit denen er umgeht. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, bezeichnete diese Eigenschaften als Heuchelei. Vielleicht deswegen, weil man dadurch den Heuchlern ähnlich wird, indem man dem Menschen etwas anderes zeigt, als man im Inneren verbirgt. Jemand behauptet die Wahrhaftigkeit und weiß genau, dass er lügt. Er gibt Treue vor und weiß, dass er untreu ist. Er behauptet, dass er sein Versprechen hält, aber er kommt ihm nicht nach. Er wirft seinem Gegner Anschuldigungen vor und weiß, dass es alles unverschämt erlogen ist. All seine Charakterzüge beruhen auf Betrug und Schwindel. Es ist zu befürchten, dass solch ein Mensch der größten Heuchelei zum Opfer fällt, denn trotz der Tatsache, dass die praktische Heuchelei zu denjenigen Sünden gehört, die den Anbetendienenden nicht von der Religion abfallen lässt, auch wenn sie sich in einem Menschen festwurzelt und dessen ganzen Benehmen in ständigen Betrug und Schwindel verwandelt, könnte dies einen dazu bringen, dass man sich gegenüber seinem Herrn ähnlich verhält wie gegenüber seinen Geschöpfen, so dass er als Strafe den Glauben aus seinem Herzen entfernt und ihn durch die Heuchelei ersetzt. Allah der Erhabene sagt, unter ihnen gibt es manche, die gegenüber Allah eine Verpflichtung eingegangen sind. Wenn er uns etwas von seiner Huld gewährt, werden wir ganz gewiss Almosen geben und ganz gewiss zu den Rechtschaffenen gehören. Deswegen waren die Prophetengefährten sehr vorsichtig und sie hielten sich von diesen Eigenschaften fern, damit sie nicht unter diese verbündete Bezeichnung fallen. Es wurde von Abu Mulaika, Allah erbarme sich seiner, berichtet, dass er sagte, ich habe 30 Gefährten des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, erlebt, die alle Heuchelei fürchteten. Das waren die Taten der Heuchelei und ihre Gefahren. Sie zerstören die aufrichtigen gesellschaftlichen Bande und gründen die öffentlichen Beziehungen auf der Grundlage des Betrugs, der Täuschung und der Fälschung. Und so verschwinden das Vertrauen und die Freundschaft im zwischenmenschlichen Umgang. Vertrauen und Treue werden durch Vorsicht und Aufmerksamkeit sogar auch durch Misstrauen und Zweifel ersetzt. Es ist zu bedauern, dass sich diese schlechten Eigenschaften sehr stark verbreiteten, so dass Al-Hasan al-Basri, Allah erbarme sich seiner, sagte, hätten die Heuchler Schwänze, wären die Straßen zu eng für euch geworden.
Und das sagte er zu seiner Zeit, der Zeit der Nachfolgegeneration der Gefährten des Propheten. Was würde er wohl sagen, wenn er zu unserer Zeit erlebte? Die Heuchelei ist in zwei Arten unterteilt. Große Heuchelei, also hinsichtlich der Glaubensgrundlagen, lässt diese Art der Heuchelei den Heuchler, den Islam, verlassen. Denn er tut seinen angeblichen Glauben vor, den Leuten kund, während er den Unglauben in sich verbirgt. Allah verdeutlicht uns, wie die Strafe dieser Heuchelei aussieht, wenn der Heuchler nicht vor dem Tode bereut. Der Erhabene sagt, gewiss, die Heuchler werden sich auf dem untersten Grund des Höllenfeuers befinden, und du wirst für sie keinen Helfer finden, ausgenommen diejenigen, die bereuen und sich bessern und an Allah festhalten und ihre Religion aufrichtig für Allah ausüben. Jene werden mit den Gläubigen sein, und Allah wird den Gläubigen großartigen Lohn geben. Zweitens, kleine Heuchelei. Im Bereich der Handlungen wird der Heuchler in diesem Falle nicht ungläubig. Die Eigenschaften der kleinen Heuchelei sind jene, die in authentischen Hadithen überliefert sind. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, die Zeichen des Heuchlers sind drei. Wenn er spricht, so lügt er. Wenn er etwas verspricht, so hält er es nicht. Und wenn ihm etwas anvertraut wird, so veruntreut er es. In einer anderen Überlieferung heißt es, wer von euch vier Dinge besitzt, der ist ein wirklicher Heuchler. Und wer eine dieser Eigenschaften besitzt, besitzt er eine Eigenschaft der Heuchelei, bis er von ihr ablässt. Wenn ihm etwas anvertraut wird, so veruntreut er es. Wenn er spricht, so lügt er. Wenn er etwas verspricht, so hält er sich nicht daran. Und wenn er streitet, frevelt er. Diese Art der Heuchelei ist eine Sünde, die Allah bestraft oder auch vergibt, gemäß seinem Willen. So sagt Allah, Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Wer Allah etwas beigesellt, der ist fürwahr weit abgeirrt. So soll der Anbetendienende reumütig mit reiner und aufrichtiger Absicht zu Allah zurückkehren. Er soll seine Sünden bereuen, besonders die Sünden hinsichtlich der Heuchelei. Da derjenige, der seine Sünden bereut, wie jener ist, der keine Sünden besitzt. Wenn dem mithin so ist, dann muss sie unbedingt beseitigt werden. Selbst wenn man sich dafür anstrengen und Mühen auf sich nehmen muss. Al-Ghazali erwähnte, dass man sich von heuchlerischer Frömmelei durch zwei Dinge befreien könne. Entfernung der Ursachen, aus denen sie entsteht, und Abwehren dessen, was einem in einer bestimmten Situation in dem Sinn kommt. Dazu erwähnte er, dass ihr Ursprung in der Liebe zu Rang und Status liege. Bei zu starkem Vorhandensein führe sie dazu, dass man Genuss daran empfinde, gelobt zu werden, vor dem Schmerz der Kritik fliehe und nach dem verlange, was sich in den Händen der Leute befindet. Und als Beleg für das, was er hier erwähnte, führte er die folgende Überlieferung von Abu Musa an, in der es heißt, ein Beduine fragte den Propheten, Allah segne ihn, schenke ihm wohl ergehen, O Allahs Gesandter, kämpft ein Mann aus Feuereifer? Das bedeutet, dass er verschämt, überwältigt zu werden und es missbilligt, eine Überwältigung zu sein. Des Weiteren fragte er, und kämpft ein Mann, damit sein Platz gesehen wird? Dabei handelt es sich um das Verlangen nach dem Genuss durch Rang und Wertschätzung in den Herzen.
Des Weiteren heißt es im Hadith, und kämpft ein Mann um der Erwähnung willen, hier geht es um das Lob durch Worte. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, erwiderte, wer kämpft, damit Allahs Wort das Höchste ist, der ist auf dem Weg Allahs. Was das Abwehren dessen, was einem in einer bestimmten Situation in den Sinn kommt, betrifft, so erfolgt dies, indem man gegen sein Ego ankämpft und die Dinge im Herzen, die zu heuchlerischer Frömmelei führen, entfernt, indem man genügsam ist, die Gier unterbindet, sich den Blicken der Menschen entzieht und sowohl unangebrachten Tadel als auch Lob durch andere Menschen geringschätzt. Was die Behandlung der Härte des Herzens angeht, durch den ehrwürdigen Koran, denn er ist eine Heilung für das, was im Herzen an Zweifeln vorhanden ist, und er beseitigt, was sie an Formen des Beigesellens beinhalten. Zudem belegt er das Leugnen des Islam und in Form von Zweifeln und gelösten vorhandenen Krankheiten mit einem Makel. Er ist eine Richtleitung für den, der die Wahrheit kennt und dementsprechend handelt und durch die sofort und auch später eintretende Belohnung ist er eine Barmherzigkeit für die den Glauben verinnerlichen. Ist denn der tot war und den wir dann lebendig gemacht und dem wir ein Licht gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer dessen Gleichnis, das jemand ist, der sich in Finsternis befindet, aus denen er nicht herauskommt. Zweitens, durch Dinge, die dafür sorgen, dass es bekommt, was es täglich an Grundnahrung und Substanz benötigt. Dies geschieht durch den Glauben, rechtschaffenes Handeln und regelmäßige Taten und regelmäßig verrichtete Taten des Gehorsams. Drittens, durch Schutz vor schädigenden Einflüssen. Dies erfolgt durch das Meiden von Sünden und Fehlverhalten aller Art. Viertens, durch Befreiung von allem, was es negativ beeinträchtigt hat. Dies geschieht durch Buße und Bitten um Vergebung. Wir raten jedem Muslim, Allah zu fürchten, sich immer bewusst zu machen, dass Allah einen beobachtet und dass man sich von allen Eigenschaften der Heuchelei fernhält und darauf Acht gibt, sich nicht solche Eigenschaften anzueignen. Man soll vielmehr diese Eigenschaften anzuzeigen. Man soll vielmehr diese schlechten Eigenschaften durch gute ersetzen, die die Gläubigen besitzen, so dass man also seine Taten nur für Allah verrichtet, die Wahrheit spricht, zuverlässig ist, Versprechen einhält etc. Dies sind die Eigenschaften der Paradiesbewohner. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Brüder im Islam, die Heuchelei ist eine der schlimmsten Eigenschaften, die man haben kann. Die schlimmste Heuchelei ist die Heuchelei im Glauben. Dies ist der Fall, wenn jemand mit der Zunge seinen Glauben bekundet, aber im Herzen eigentlich ungläubig oder sogar feindlich gesinnt ist. Der Islam verurteilt Heuchelei. Ein Muslim kann diese Eigenschaft nicht besitzen. Auf den ersten Seiten der Sura Bakara werden in zwei Versen die Muslime, in fünf Versen die Kafirun, aber in 13 Versen die Heuchler, also die Heuchler, beschrieben. In anderen Koranversen werden die Heuchler angesprochen und gewarnt. An zwei Stellen heißt es, manche Menschen sprechen wohl,
Wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag, doch sind sie keine Gläubigen. Siehe, die Heuchler. Die Heuchler sollen in der tiefsten Tiefe des Feuers sein, und für sie findest du niemals einen Helfer. Die Heuchler werden deshalb so hart bestraft, weil sie sich gegenüber den Muslimen als Gläubige ausgeben, in Wirklichkeit aber Feinde Allahs, des Gesandten und der Gläubigen sind. Liebe Geschwister, laut den Gelehrten ist die Heuchelei im Herzen Kufr und die Heuchelei in den Handlungen eine große Sünde. Heuchelei kann also danach unterschieden werden, ob sie sich auf den Glauben oder auf die Taten bezieht. Wer in seinem Glauben heuchelt, wird im Diesseits zwar als Muslim angesehen, muss aber im Jenseits mit einer Strafe rechnen. Den Heuchler sehen Zwietracht und hetzen die Gemeinschaft gegeneinander auf. Ihre Situation wird im Koran wie folgt beschrieben. Spricht man zu ihnen, stiftet kein Unheil auf der Erde, so sagen sie, wir sind ja die Rechtschaffenen. Sagt man zu ihnen, glaubt, wie die Leute gläubig wurden, so sprechen sie, sollen wir glauben, wie die Toren glaubten? Wenn sie mit den Gläubigen zusammentreffen, so sagen sie, wir glauben. Sind sie aber mit ihren Teufeln allein, so sprechen sie, siehe, wir stehen zu euch und treiben nur Spott. Ein weiterer Grund für ihre Bestrafung im Jenseits ist ihr Versuch, Ibadas vorzutäuschen, die sie eigentlich im Herzen verabscheuen. Im Koran heißt es, siehe, die Heuchler wollen Allah überlisten, doch er überlistet sie. Wenn sie im Gebet stehen, stehen sie nachlässig da, um von den Leuten gesehen zu werden, und gedenken Allahs nur wenig. O Allah, reinige unsere Herzen von der Heuchelei, unsere Augen vom Verrat, unsere Zungen vom Lügen, und bewahre Ägypten und seine Einbewohner.